Bastelzeit. Ja, und mir ist gerade eine Runde mal schnell um die Ohren geflogen. Und hey, wenn hier schon Dinge hochgehen, dann gucken wir doch einfach mal, ob wir das irgendwie wieder ans Laufen bekommen. Aber fangen wir erstmal vorne an. Was ist denn mein Plan? Naja, ich wollte eigentlich so ein bisschen mit Slow Cooking rumhantieren. Und ja, dafür muss man sinnvollerweise wissen, auf welcher Temperatur die ganzen Sachen sind. Jetzt hatte ich ja in letzter Zeit immer mal wieder hier sowas, DS18W20 und ja, prinzipiell klappen die. Die haben aber bei jeder Methode zwei Probleme. Nummer eins, wie einige auch schon in den Kommentaren angemerkt haben, die Dinger, die sind zwar wasserfest, aber sie haben halt kein IP-Rating. Ich habe jetzt kein Problem damit, die irgendwie in Regen zu legen oder so, das halten die üblicherweise aus. Aber untertauchen oder sowas ist nicht. Hier hinten ist halt einfach nur ein bisschen Schrumpfschlauch drüber und der ist halt nicht komplett dicht. Das reicht, um ein bisschen gegenspritzendes Wasser abzuhalten, aber nicht untertauchen oder ähnliches. Und zweites Problem, die hier, ich meine maximal 125 Grad. Das würde für meinen Zweck zwar noch reichen, aber hey, sicher ist sicher. Gehen wir lieber ein bisschen drüber. Glücklicherweise hatte ich von einer anderen Aktion noch K-Type Probster. Das ist hier sowas zum Beispiel. Die gibt es auch in kürzer, keine Angst. Was wir hier im Prinzip haben, das ist hier oben in dieser Spitze, in dem Fall hier, eine entsprechende ja, K-Type Probe. Das ist nichts anderes als zwei Metalle, die aufeinander da kommen. Und die machen im Prinzip aufgrund ihrer Chemie, wenn man die erhitzt, eine entsprechende kleine Spannung. Und das Ganze ist hier, wie man sehen kann, in so einem hoffentlich Edelstahl eingepackt. Und geht dann hier hinten über diese auch hitzebeständige Leitung auf einen roten und einen blauen Stecker. Die Dinger, ich müsste jetzt gucken, was K-Type hat, die gehen aber meistens bis ein paar hundert Grad hoch, teilweise sogar bis über 1000 Grad, also das ist auf jeden Fall okay. Problem, ich sagte ja eben schon, die machen eine kleine Spannung. Kleine Spannungen messen ist nicht so einfach, das heißt, wir sollten irgendwas Spezielles an Mess-IC verwenden. Und da hatte ich in der Vergangenheit den Max 6675 benutzt. Und ich weiß auch, oder konnte mich noch dunkel erinnern, dass ich mit diesen Probes, die ich mir auf Reserve gelegt habe, auch solche Chips gekauft habe. Das war sowas hier. Gibt nur da ein kleines Problem. Naja, ich habe mir den geholt, habe mir einen ESP32 geholt, weil, hey, die waren gerade schon fertig zusammengelötet. Ich hatte jetzt nur wenig Motivation, noch einen 8266er zu löten. Sollte eh nur temporär sein. Also, hier das Ding zusammengebaut. Das Ganze dran gemacht. Was ein bisschen schwierig ist, weil wir haben hier Red Minus und Yellow Plus. Ich habe das einfach mal auf Blau Minus und Rot Plus umgemünzt. Angeschlossen. Wir haben hier ein Ground, VCC, Data Out, Chip Select und ein Clock. Angeschlossen an ein paar Pins, die ich so in der Demo-Sketch gefunden habe und ja, es kommen keine sinnvollen Werte raus. Naja, das erste Problem, was ich entdeckt habe, das ist der Chip. Denn ich hatte eigentlich einen 6675 bestellt, aber wenn wir mal hier auf das Board gucken, naja, da steht neben dem 6675 noch ein Max 31855 drunter. Und auch wenn man den Chip so mal ein bisschen ins Licht hält, ja, es ist ein 31855er. Das ist jetzt nicht direkt ein Problem. Das ist einfach nur eine neuere Version sozusagen. Die hat ein bisschen mehr Features und so weiter, bessere Genauigkeit wohl. Aber braucht auch eine andere Library. Ist ja kein Problem, holen wir eine andere Library. Die probiert, aber auch da kommt nur Unfug raus. Ja, und das war dann so die Stelle, an der ich dann entschieden habe, Moment mal, hier stimmt was nicht. Insbesondere, weil ich dann extra noch einen 8266er geholt habe, der es da angeschlossen habe. Und da ging es auch nicht. Und mehrere Libraries probiert und geht auch nicht. Das heißt also, entweder ist jetzt hier das Board kaputt, könnte ich ja hier so eins noch zusammenlöten, oder ich habe ein anderes Problem. Und danach zu urteilen, dass ich das Board noch nicht zusammengelötet habe, gehe ich eher vom anderen Problem offensichtlich aus. Ja, glücklicherweise gibt es da nämlich das sogenannte Internet. Auf der Suche nach einem Pinout für den 8266 bin ich nämlich auf die Library von Enjoineering gestoßen. Und der hatte eine Warnung drin vor gefakten Chips. Okay, das hier war günstig. Das ist ein Fake, das weiß ich. Aber normalerweise funktionieren die Fakes auch, ne? Ja, gibt einen Arduino-Post, da ist ein Hinweis drauf, dass offensichtlich hier jemand das Layout
nicht ganz so gemacht hat, wie das sein sollte. Und zwar gibt es hier insgesamt zwei Fehler. Das erste ist, der Chip hier benötigt am Ausgang zwischen den beiden hier noch einen Kondensator mit 10 Nanofarad. Naja, hier unten sehe ich keinen Kondensator, hier oben sehe ich keinen Kondensator, der hiermit zu tun hat. Wir haben nur den kleinen hier, der aber einfach nur die Stromversorgung für den Chip ist. Das heißt also, offensichtlich haben wir wohl da schon ein Problem. Und das zweite Problem, das Pinout vom IC ist auf der Platine wohl falsch. Man hat offensichtlich den Minuspol mit Ground kurz geschlossen und das funktioniert nicht sinnvoll. Uff. Offensichtlich habe ich da also ein Superboard erwischt. Insbesondere, ihr seht ja, ich habe mehrere davon. Ich glaube, ich hatte irgendwie einen Fünferpack oder so mal gekauft. Und ja, normalerweise, wenn man jetzt im Businessumfeld oder so wäre, wäre die Wahl ganz klar, das Ding ist Schrott, wegwerfen, neues kaufen. Aber nee, zum einen, ich bin nicht Business, zum anderen, ich habe keinen Nerv dafür, jetzt hier den ganzen Kram noch wegzuwerfen, neue zu bestellen, zu warten, und dann dabei noch Müll zu produzieren. Also gucken wir mal, ob wir das Ganze gefixt bekommen. Glücklicherweise hatte er da nämlich auch, oder ich müsste gucken, ob es von ihm kam oder von jemand anderem, aber im Arduino-Forum gibt es Hinweise, dass man da ein paar Traces durchschneiden kann und dann soll das funktionieren. Kleines Problem an der Sache, naja, ein paar von den Traces sind wohl unter dem Chip. Das heißt, ich komme wohl nicht vorbei, hier mit Heißluft den IC runterzulöten. Ich werde es jetzt erstmal auf einer neuen Platine machen, einfach weil hier habe ich halt schon die Schraubklemmen und so festgelötet. Die müsste ich erstmal ablöten. Dann schauen wir mal, ob wir, wenn wir die Modifikationen machen, plus hier einen Kondensator noch irgendwie drüber schieben, ob dann da sinnvolle Werte rauskommen und wir somit das Ding hier oder diese ganzen Boards irgendwie noch brauchen können. Ich gehe mal gucken, dass ich noch irgendwo einen 10NF-Kondensator habe. Holen wir ein Messerchen, eine Heißluftstation und dann wird aus dem mal schnell halt eine etwas längere Sache hier. Das sieht nicht so aus, als ob die bösen Verbindungen da sind. Oder? Doch. Dazwischen. Zwischen den beiden Pins hier ist ein Dings. Okay, das hätten wir sogar hinkriegen können, ohne auszulöten. Ja. Im Bild war halt auch noch was unten drunter eingezeichnet, deswegen dachte ich, dass Auslöten tatsächlich nötig ist. Aber gut, wenn nicht, dann nehme ich das auch. Dann krallen wir uns mal ein Messerchen und entfernen diese Verbindung. So. Theoretisch müsste jetzt das besser funktionieren. Oh, man kann den anderen auch noch. Gerade mal schauen, wo ist die Einbuchtung? Die ist in die Richtung, das heißt hier zwischen den beiden. Ja, da ist er. Da sehe ich das, was weg muss. Zack. Und Verbindung getrennt. Gut, fehlt noch der 10NF. Mal gucken, ich habe dummerweise noch mein Samplebook in O402. Und der hat auch nur Widerstände. Ja, das ist nicht nett. Dann hätte ich nur, was ist das nächste hier? 33 Nanofarad. Naja, besser als nix. Gehe davon aus, der funktioniert trotzdem damit. Passt der dazwischen? Müsste gehen. Dann sollten wir theoretisch alles Notwendige haben. Okay. Zwei Stück ready to test. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Erfolg. Den legen wir auf Seite. Den hier, den habe ich ja schon fertig angeschlossen. Von daher hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert. Over Ground, Ground war oben, so rum. Und ich nutze jetzt auch direkt die Library von diesem Enjoineering. Dann schauen wir mal, ob wir diesmal sinnvolle Werte bekommen. Gucken wir mal, machen wir den Monitor auf. Das ist jetzt noch die alte Sketch, die hier drauf ist. Da kommt auf jeden Fall nur Unfug. Dann jetzt mal die neue drauf. Max 6675 Error, okay. Also er kann den Chip gar nicht erreichen. Moment mal, das ist 22, nicht 23. Okay.
Das ist ein Fehler meinerseits. Versuchen wir das mal mit den richtigen Pins. Mal gucken, ob er dann zumindest so gnädig ist und sagt, dass er den richtigen Chip findet. Thermocouple short to ground. Okay. Thermocouple short to ground. Also er sagt jetzt nicht mehr short to ground, aber das, was wir sehen, ist... Ich glaube, wir können es als Unfug bezeichnen. Die Temperatur vom Chip ist mit Sicherheit nicht gerade zwischen 5 Grad und 230 Grad am Hin- und Herspringen. Okay, schauen wir mal, was da so los ist. Das hier links müsste Ground sein. Gucken wir mal. Geht das zu Ground? Ja, tut es. Das heißt, der hier müsste Plus sein. Auch richtig. Und die beiden müssten die Thermocouple-Dinger sein. Die sind angeblich miteinander verbunden. Das kann natürlich sein, dass das Thermocouple selber da was macht. Wo ist denn ein passender Schraubendreher? So. Haben wir da immer noch einen Kurzschluss? Nein. Okay. Sieht eigentlich alles richtig aus. Werte stimmen. Das Einzige, was jetzt noch sein kann, dass das Thermocouple selber irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber prinzipiell, ich sehe irgendwas von, was sind das, 20 Ohm oder so. Das klingt jetzt nicht unbedingt direkt falsch. Ich meine, ich kann gleich mal, ich hatte ja hier noch eins liegen. Können wir das nochmal benutzen, aber ich glaube nicht, dass da unser Problem ist. Es sieht immer mehr nach einem Chip aus, der tatsächlich nicht so ganz will. Was, Moment mal, was wir gerade noch messen können, wäre... Nanofarad, die Kondensatoren. Mal gucken, ob das geht. Hier müsste ich jetzt ja meinen 33 Nanofarad finden. Ja, 32 kommt hin. Der sagt immer noch short to ground. Okay. Drehen wir die mal rum. Vielleicht die Bezeichnung irgendwie falsch rum ist. Nein, short to ground. Ha. Ich hatte gesagt, wir wollten mal die andere Thermokabel noch dranhängen, nur um sicher zu gehen. Nicht, dass ich wirklich eine kaputte erwischt habe. Insbesondere halt, weil auch die Cold Junction falsch ist. Das ist halt das, was mich so ein bisschen wundert. So. Plus. Minus. Und auch hier wieder Unfugwerte. Tja, ich suche mal noch eine Thermocouple und ich mache es mal statt an den ESP32, den wir aktuell dran haben, mal einen 8266er dran. Nicht, dass das noch irgendwie ein Problem ist. Und auch hier, das sieht mir nach Unfug aus. Was wir jetzt noch machen können, ich habe tatsächlich noch einen alten gefunden. Der hat, wenn ich richtig im Kopf habe, noch den alten Chip drauf. Gerade mal gucken, was steht hier? Max. Ich kann es nicht lesen, aber ich meine, das müsste der alte 6675 sein. Es steht auf jeden Fall nichts anderes drauf. Ich weiß nicht 100%, ob der noch funktioniert, aber worth a try. DOCSCLK, das ist also selbes Pinout, perfekt, dann kann ich das einfach 1:1 umstecken. Okay, und das hier, das ist jetzt definitiv ein Punkt für den I don't buy it. Ich habe jetzt hier diesen dran, dieses Modul, mit hier diesem langen Sensor, den ich hier habe. So ein langes Ding hier. Und ich habe angeblich eine Temperatur von 1000 irgendwas Grad. Glaube ich nicht. Wenn ich jetzt aber das Board hole, was schon in Verwendung war, wo habe ich es hingeworfen, das hier, und das 1:1 tausche, das heißt einfach die Kabel da raus, hier rein und eventuell Clock auch noch anklemmen, das könnte helfen. So, jetzt kriege ich aktuell irgendwas mit, keine Ahnung, 30 Grad, okay, hängt ja nichts dran. Und wenn ich jetzt den hier da dran mache, da dran halte, einfach nur... kam her. So,
Und jetzt habe ich eine Temperatur von 26,5 Grad, 26 Grad. Wenn ich hier anfasse, es geht langsam hoch. Also sieht so aus, als ob er hier mit dem Ding richtig misst. Okay, der misst falsch, der misst richtig. Ich denke, wir können schon relativ gut sagen, der Code müsste funktionieren, das Ding müsste funktionieren. Ich gehe sehr stark davon aus, dass man hier mehr Module verkauft hat, wo dieser Chip, der hier drauf ist, einfach kaputt ist. Denn was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Das heißt also jetzt, wir haben da ein Problem oder ich habe ein Problem, denn jetzt habe ich hier eine Tüte mit kaputten Dingern. Das ist schlecht. Ich will keine kaputte Dinger, ich will ganze Dinger. Ich habe auch noch was anderes gefunden. Und zwar hatte ich mir irgendwann mal selber was gebaut mit so einem Chip. Und tada, ich habe noch ein paar davon. Ja, das klingt gut. Dann würde ich einfach mal sagen, ich löte einfach mal einen von meinen da drauf. Und dann gucken wir mal, ob es dann besser geht. Gerade mal gegenprüfen. Das hier ist der 6675. Der funktioniert hat, hier ist der... oh Gott, schwer zu sehen. Königreich für bessere Augen. Das ist der 6675, also das ist derselbe Chip, den ich habe. Und das hier, das ist angeblich der M31855K. Okay. Max31855 habe ich nicht. Aber wie gesagt, theoretisch sollte die Ansteuerung gleich sein. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, was der Unfug soll. Was gerade ein bisschen uncool ist, ist die Tatsache, dass wenn ich hier mit Heißluft rangehe, ich mir wahrscheinlich hier den ein bisschen kaputt mache. Mal gucken, ob wir den rausbekommen, so auf die Schnelle. Jetzt mal hier ein bisschen rumgreifen, weil mit Lötkolben habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, eventuell ist es doch etwas geschmolzen, aber ja, es ist halt hochqualitative Hardware hier. Was sollen denn die Ringe? Ist da tatsächlich... Ist da tatsächlich das Pad jetzt kaputt gegangen? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob es kaputt gegangen ist oder ob es einfach nur so aussieht. Mal Lötzinn suchen, ob es noch Lötzinn annimmt. Wenn ja, ist das Pad noch da. Mal erst den unteren, um eine Referenz zu haben. Jo, und der obere. Jo. Nee, Pad ist also noch da, sah also nur so aus. Okay. Gut. Dann krallen wir uns mal unsere Heißluft und hauen ein bisschen dagegen. Lufttechnisch zumindest. Ja, erstmal hier alles auf Seite bringen, dass mir die Heißluft hier nichts abfackelt. Wir klemmen einfach an. Natürlich noch ein bisschen warm hier. Aber hey, dann messen wir halt hohe Temperaturen. Ich glaube, der hat einen internen Temperatursensor, der Chip, mit dem er abgleicht. Das ist diese Cold Junction Compensation Gedönse. Das heißt, wir werden jetzt eher falsche Werte bekommen. Aber ich erwarte eigentlich trotzdem nichts im Tausenderbereich. So angeschlossen ist. Dann hole ich mir gerade meinen Laptop. Keine Datenverbindung, doch, Datenverbindung hast du. Okay, also er zeigt mir gerade 72 Grad, 71 Grad, 70 Grad. Das klingt irgendwie alles schon realistisch, ja? Und wenn ich jetzt hier mal Plus unten und Minus oben dran halte, dann... Nee. 62 Grad, 59, 58, 56, ich glaube... Der kühlt gerade noch. Können wir den hier irgendwie... Das ist das falsche Mittel dafür, aber... Zack. 41 Grad. Na. Es sieht auf jeden Fall deutlich sinnvoller aus, die Werte. Gut, ich lasse den mal gerade fertig abkühlen und gucken es uns gleich nochmal an. Aber es sieht fast so aus, als ob die ICs, die hier drauf verbaut sind, nicht das sind, was sie versprechen.
Okay, und wenn wir jetzt gucken, wir haben jetzt Temperaturen von so 37 Grad, 37,5, ein bisschen erhöht ist das noch, aber das kann jetzt natürlich sein, dass die ganze Lötstelle und so noch warm ist. Aber wir können natürlich auch mal gegentesten, denn ja, ich habe hier ein Ding, was ein paar hundert Grad aushält und ich habe Heißluft. Also holen wir mal die Heißluft und ich mache die jetzt mal hier vorne gegen die Spitze. Mal gucken, ob da was passiert. Sieht nach Nein aus. Das ist nicht ganz, was ich erwartet habe. Es geht runter. Oh. Ich glaube, ich habe es falsch rum angeschlossen. Ja, ich habe es falsch rum angeschlossen. Ich habe mich verwirren lassen. Wenn wir hier nämlich gucken, wir haben hier oben rot stehen und unten yellow stehen. Ich habe oben rot angeschlossen. Wir haben aber nicht rot und gelb, sondern wir haben rot und blau. Aber unten neben yellow, da steht ein Plus. Das heißt, der muss andersrum. Aber wir haben auf jeden Fall schon gesehen, dass da auf jeden Fall etwas passiert ist. Wir haben also auf jeden Fall eine Reaktion. Es sieht so aus, ob die Verbindung zum Sensor da ist, auch wenn sie jetzt halt falsch rum da ist. Das kriegen wir wohl relativ flott behoben hier. Auch mit unserem nicht mehr ganz originalgetreuen Anschluss hier. Das ist sicher nicht gut für die Messung, aber um hier ein bisschen zu testen, sollte das reichen und es ist auf jeden Fall zuverlässiger, als wenn ich das die ganze Zeit hier festhalte. So, jetzt haben wir es wieder fest. Temperatur 32 Grad, okay. Klingt jetzt nicht ganz so falsch. Also, machen wir das nochmal. Hier haben wir den Sensor haben wir vorne. Und dann holen wir nochmal hier meine Hot Air. Jetzt gucken wir mal, 31,5 starten wir. Ich halte vorne gegen und 32, 34, 36, 39. Wunderschön. Also es geht hoch. Das heißt, er nimmt tatsächlich hier den externen Sensor. Ihr seht ja, hier vorne habe ich nichts. Die Heißluft ist hier hinten. Ich kann hier meine Hand hinhalten, obwohl es angeblich irgendwie 57 Grad plus sind. Meine Heißluftstation pullert gerade 355 raus. Können wir ein bisschen mehr Hitze drauf geben. 86, 90 und nochmal zur Sicherheit. Ja, meine Finger sind hier daneben. Also die Temperatur kommt definitiv nicht vom IC, sondern von der Spitze. Und ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Dann kann das Ganze hier wieder abkühlen. 128 Grad, 125 machen wir gerade mal wieder hier meinen Trick und holen wir mal etwas Frisches aus der Sprühflasche. So, 106, 103, wir sehen, es sinkt rapide. Also, ja, ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall unser Problemchen gefunden. Es scheint also wirklich so, als ob man mir da nicht ganz so gut funktionierende ICs gegeben hat. Das ist jetzt ja nicht unbedingt etwas, was man noch nie gehört hat. Aber tatsächlich ist es mir bisher noch nicht passiert, dass ich Dinge aus China bestellt habe und die so seltsam kaputt waren. Entweder war es halt wirklich so, dass es von Anfang an erkennbar war, okay, das gibt keinen. Oder es war etwas, was halt, als es bei mir ankam, direkt erkennbar war, okay, das ist jetzt kaputt. Aber etwas, wo das Modul sauber aussieht, wo ich jede Menge von den Modulen habe, aber trotzdem das Problem habe, dass hier irgendwie die ICs offensichtlich nicht so ganz funktionieren. Also im Prinzip kaputte ICs aufgelötet wurden. Das hatte ich tatsächlich noch nicht, weil es ist natürlich für die auch eine Arbeit. Die müssen die kaputten ICs holen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie kaputt sind. Und die müssen sie ja drauflöten und dann verkaufen. Also das ist eine Menge. Und naja, sind wir realistisch. Wenn da jemand ist, der nicht ganz so in Massen kauft wie ich und das dann auf Seite legt, und das schneller merkt, ne? Der macht einen Claim auf und holt sich über die Handelsplattform mal eben sein Geld zurück. Na, der Händler ein Problem. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass dieser Chip gefälscht ist, die falsche Nummer draufsteht. Ja, es stand ja drauf, die 31855. Dass das, was ich abgelötet habe, in Wirklichkeit kein 31855 oder 6675 ist, sondern irgendwas anderes, was auch anders angesteuert werden muss. Das könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass das dann mehr oder weniger ein Versehen war. Die hatten einfach hier diese beiden Chips nicht da, haben die drauf gelötet, weil hey, ist dasselbe. Und prinzipiell könnte es auch sein, dass der Chip funktionsfähig ist. Aber wir haben ja gesehen, ich habe verschiedene Codes probiert. Also zumindest mit dem, was ich kenne, funktioniert es nicht. Na gut, ich habe jetzt zumindest mal zwei, die funktionieren. Die anderen kann ich mir im Notfall auch noch umlöten. Ich habe ja zum Glück noch ein paar von den ICs da.
Und ja, ist natürlich jetzt ärgerlich, aber you win some, you lose some. Offensichtlich habe ich da eine Charge gekauft, die nicht so funktioniert, wie ich das will. Aber naja, wir sind ja Bastler. Wir machen aus allem im Zweifelsfall etwas, was halbwegs das tut, was wir wollen. Auch wenn das hier nicht ab Werk das tut, was es soll.